Hi Freunde, mein Name ist Marlina und ich bin freischaffende Musikerin und Künstlerin aus dem Taunus. Heute wollte ich euch eine Geschichte erzählen, die hat was mit meinem kommenden Album zu tun. Wie ein paar von euch wissen, war ich ja 2023 im Sommer in Kanada, um mein zweites Soloalbum aufzunehmen. Und ich habe ja sehr viel Wind darum gemacht mit einem Crowdfunding. Und genau, damit ich das eben finanzieren kann, habe ich aber gar nicht so wirklich erzählt, worum es in dem Album gehen soll. Ich habe noch nicht mal den Titel verraten. Und das will ich heute ändern. Ich habe das jetzt sehr lange für mich behalten, einfach weil das eine sehr persönliche Geschichte ist und ich auch sehr viel, ja, mir klar darüber werden wollte, inwieweit ich damit öffentlich werden möchte. Klar, den Titel muss man irgendwann erfahren, aber wie persönlich ich das Ganze dann aufziehen möchte, wenn ich euch davon erzähle, was ich jetzt tue. Den Titel, also das ist eine längere Geschichte und es ist ein krasser Titel, also es ist schon irgendwo ein Schocker. Für mich war es irgendwo ein Schocker, denn vorgeschlagen hat den der Steve, mein Produzent. Und das hat was mit einer Geschichte zu tun, die ich ihm erzählt habe. Und zwar, als ich ihn kennengelernt habe, das war 2022 im September, Oktober. Da bin ich mit dem Sebastian nach Kanada geflogen, um sein zweites Soloalbum aufzunehmen, zusammen mit Nick Johnson. Und das war sehr aufregend und ich konnte in einer Nacht irgendwie nicht so gut schlafen. Und ich habe was ganz Merkwürdiges geträumt. Und den Traum erzähle ich euch jetzt, weil daher kommt der Name von meinem Album. I used to float.